den Blauen ist Tobias Trautner. Hallo Tobias. Servus. Tobias, du warst bis 2015 bei den Kickers. Richtig, ja. Und hast dann Erfahrung gesammelt, unter anderem auch in Norwegen. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen, wie war es da? Ja, super geile Stadt. Ich hatte das Glück, 2 Jahre lang in der unmittelbaren Umgebung von Oslo zu wohnen. Gerade im Sommer ist es mit der Natur nochmal 2-3 Klassen auf Deutschland drauf, mit den Fjorden und die ganze Stadt lebt, weil es den ganzen Tag hell ist und alles. Also war neben dem Sportlichen auch auf jeden Fall eine enorme Lebenserfahrung und sportlich auch auf jeden Fall super Niveau, keine Frage. Also vergleichen ist immer schwer, aber ich habe mich auf jeden Fall gut gefördert und entwickelt gefühlt auf jeden Fall. Wie kam es zur Rückkehr zu den Kickers? Ich bin schon mit dem Gedanken nach Norwegen gegangen, dass es auf jeden Fall letztendlich wieder auf den deutschen Markt zurückgehen soll. Also ich hätte jetzt auch nicht irgendwie da 10 Jahre, 15 Jahre in Norwegen spielen wollen, weil das von vornherein mein Plan war, weil ich mit dem deutschen Fußball groß geworden bin, weil ich in Deutschland Fußball spielen möchte. Und ja, klar, wenn man dann mal bei den Kickers war, irgendwo so ein bisschen verfolgt, hat man es natürlich immer. Man hat sich nie aus den Augen verloren und alles. Und so ist es dann wieder zustande gekommen. Die Fans wollen nachher ein bisschen was von dir wissen. Ja. Wenn du auf dem Platz bist, was bist du für ein Spielertyp? Eher ruhig, laut? Habt ihr heute gesehen, ne? Ja, eher laut, sehr, sehr emotional. Ich komme sehr über meine Emotionen, würde ich sagen. Ich würde meine Stärken auch in der Athletik beschreiben, was es vielleicht auch nochmal untermauert, dass ich dieser Kämpfer-Athletik-Emotionstyp bin, sage ich mal. Und jetzt vielleicht nicht gerade der größte Zauberer oder was weiß ich, aber ich kann ganz gut fighten. Ja. Okay, so, wie bereitest du dich aufs Spiel vor? Gibt es da eine bestimmte Methode? Nee, eigentlich nicht. Also im Prinzip ist die ganze Woche eigentlich meine Vorbereitung letztendlich auf das Spiel. Ich versuche gut zu trainieren, ich versuche Gas zu geben, aber jetzt irgendwelche speziellen Rituale habe ich gar nicht. Also ich probiere ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwo und das sagt mir mein Körper eigentlich automatisch, da geht dann der Tunnel an, da weiß ich dann, okay, heute ist Spiel und dann macht es der Puls von alleine und da bin ich dann ein bisschen im Tunnel, aber wirkliche Rituale habe ich nicht. Okay. Was hast du für Hobbys und was machst du, wenn du privat unterwegs bist? Okay. Ja, also ich liebe es mit Familie, Freunden, meiner Freundin Zeit zu verbringen. Ich denke, das ist auch mein größtes Hobby, mein einziges Hobby, was man dann da macht, ist irgendwo zweitrangig. Ich gehe sicherlich gern essen, ich gehe gern Kaffee trinken. Ich besuche gerne einen Freizeitpark. Wie gesagt, was man dann mit den Leuten macht, ist eigentlich zweitrangig. Mir geht es eigentlich darum, sobald diese Leute um mich rum sind, meine besten Kumpels, meine Freundin, meine Familie, dann ist es für mich automatisch Freizeitbeschäftigung. Und dann sitzt man auch mal nur in einem Café, redet miteinander über alles, geht da ein bisschen tiefgründiger auf Probleme oder auf Freuden ein. Und das würde ich sagen, das ist mein größtes Hobby eigentlich. Und ich besuche gerne Musicals. Deswegen bin ich jetzt auch wieder nah am SI-Zentrum. Bietet sich an. Ja, richtig. Super, genau. Vielen Dank. Ja. Und dann nochmal.